So, auf der Jagd nach den Bären in Far Cry Primal Folge 16. Hallo und willkommen zurück. So, wir sind immer noch auf der Jagd nach dem Teddybär, wollte ich jetzt sagen. Ich glaube, wir müssen da lang, war klar. So, das Blaublatt nehme ich natürlich mit. Ist da der Bär? Nee, oder? Was liegt denn da? Was ist das denn? Das ist aber kein Schiefer. Südstein. Oh, Südstein. Hm, zweimal sogar. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Da ist wieder eine dämliche Ziege. Der Bär hat aber ganz schön gewütet. Ey, wenn er einmal durchs Dorf läuft, dann ist aber vorbei, du. Pfeil anzünden? Nee, möchte ich jetzt nicht. Okay, der Bär ist dann hier weitergegangen. Noch ein bisschen Alderholz mit. Alder. Geh ich jetzt richtig? Weil ich sehe keine Spuren mehr. Ja, doch. Okay. Ich glaube, so weit dürfte es gar nicht mehr sein, um den Bär zu erwischen. Was haben wir hier? Südsteinstaub. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr. Südsteinstaub. Südstein. Mich würde es mal interessieren, was dann gibt. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, es gibt nur Fleisch. Es tut mir leid. Ich lasse die andere aber leben, versprochen. Ja. Ja, Gizmo. Ja, das ist ja ganz feiner. Voll geil. So. Weiter geht's. Achso, ich sollte vielleicht mal den Jägerblick einschmeißen, um zu gucken, wo die Spuren führen. Auf jeden Fall hier weiter. Und dann in die Richtung. Da hinten führen sie weiter. Ich nehme noch ein bisschen Südsteinstaub mit. Und hier gehen die Spuren da oben hoch. Pfeil und Bogen wieder nehmen. Hier ist nochmal ein bisschen Grünblatt. Nehmen wir mit. Stark-Kieferhöhle. Oder Stark-Kieferhöhle. Ort entdeckt. Flup, flup. Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. Warte, 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 warte. Boah, ich bin so am Looten, ne? Das ist unfassbar. Ja, das, so. Du. Es tut mir leid, ich muss es einfach tun. Es tut mir leid. Das ist schlimm, das Spiel. Es ist verdammt schlimm. Es, ich glaube, Alter, ich glaube, wir werden so viel Zeit hier mit verbringen. Ich glaube, das wird, glaube ich, eins meiner längsten Let's Plays. Da läuft der Bär. Ich glaube, das wird eins meiner längsten Let's Plays. Survival! Bleib stehen. Greif ihn an. Was? Dein gezähmte Bestie kann das Ziel nicht erreichen? Aber jetzt... Survival! Ja, Mann! Ja! Das hat wunderbar geklappt. Das hat wunderbar geklappt. Jawohl, sehr schön. Nee. Hier. Ja, fein. Und dann natürlich noch mal ein bisschen streicheln, ne, wenn wir schon einmal dabei sind. Hast du fein gemacht? Ja. Ganz fein gemacht. Sehr schön. So. Braunbärhäuten. So, wir haben Fleisch bekommen. Braunbärfell. So, finde den Jäger. Jetzt müssen wir den... Jetzt wird es natürlich Nacht. Das ist natürlich super. Das, finde ich sehr feierlich. Und gerade jetzt, wo wir in einer Umgebung sind, wo wir noch nie waren, da ist... Was ist denn da? Warte mal eben. Ich schau mal auf die Karte. Ah, das ist ein... Ja, ein Außenposten. Ist ja interessant. Wo sind wir denn jetzt hingelaufen? Alter Schwede. Wir sind hier voll in feindes Gebiet. Man sieht so ein bisschen hier den roten... Rand.
Gibt es denn hier auch Jack? Ach nee, sind alles noch Fragezeichen. Ne? Wir müssen ja auf jeden Fall die Nachtwachenleuchtfeuer. Ist ja interessant. Tauchen die nur nachts auf, weil das Nachtwachenleuchtfeuer heißt? Mhm. Brüllende Felle Leuchtfeuer. Interessant, dass sie andere Namen haben. Pacecar-Fluss Außenposten. Ich würde den ja gerne angreifen, bin ich ganz ehrlich, weil es Mittel. Sonnenuntergang haben wir gerade, steht oben am Bildschirmrand. Aber die Frage ist, darf ich jetzt hier weggehen vom Missionsziel? Wisst ihr was, wir machen das gleich. Wir machen jetzt erstmal die Mission weiter. Mein Gott, hier gibt es so viel zu tun. Ich fasse es nicht. Ich mag euch nicht. Angeberische Tussi. Klar, wir machen müde, natürlich. Neuer Venya-Spezialist, aha. Ui, Glühwürmchen. Auf der Jagd abgeschlossen. Sehr schön. Ja, das war ja super. Wie angeberisch die Alte, ne? Ja, wir haben den Bären müde gemacht, dann konntest du ihn leichter jagen. Voll egoistisch und angeberisch. Ich glaub's ja wohl. So. Wie liegt der Bär noch? Der ist nur am Schlafen. Also für alle Leute hier, ne? Die Tiere, die schlafen, ne? So, jetzt natürlich werden wir den Außenposten hier befreien, damit wir hier, ja, das so ein bisschen mehr für uns beanspruchen können. Ich werde natürlich die... Ach, siehst du, die Eule hätte ich vorher benutzen können. Aber ich kann das auch von hier aus machen. Ich versuche natürlich jetzt erstmal hier mich außerhalb des Lagers zu bewegen, damit ich hier nicht gesehen werde. So, warte. Nein, was mache ich denn? Nein. Wie war das nochmal? Achso. Jetzt aber. Bis jetzt sehe ich noch keine... Bis jetzt habe ich noch keine Gegner gesehen. Doch, da sind welche. Oh, da ist sogar ein Tier gefangen, glaube ich. So, warte mal, schauen mal. Da hinten ist ein guter... Da ist ein guter Punkt, von hier anzugreifen. Warnung, der Oll ist so weit weg entfernt von mir. Ja, ja. Gefangene Venya ist da. Die müssen wir dann befreien. Das kriegen wir hin. So schwer ist das Lager nicht. Da liegt noch jemand drin. Frage ist natürlich, ob in den Hütten natürlich viele Leute drin sind. Aber das kriegen wir hin. Eine gute Position war oben. Soweit ich das einblicken konnte. Und das werden wir natürlich auch tun. Wenn wir schon einmal... hallo. Wenn wir schon einmal hier sind. So. Jetzt aber. Alli hopp. Natürlich werden wir Lila Blatt auch mal mitnehmen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Behalte ich ihn hier? Ich lass ihn mal... Warte mal, ich schicke ihn mal weg. Geh mal weg, bitte. Danke. Was machen die da? Was wird das, wenn das fertig ist? Ja. Nicht, dass ich da jetzt einen YouTube-Strike bekomme. Alter, was machen die denn da? Ich glaube, es hackt. Sucht euch ein Zimmer! Ist es... Ich glaub's nicht. Ich glaub das. Ist das euer Ernst? Treffe ich die denn beide mit einem Pfeil? Ich glaube, es ist keine gute Idee, die beiden jetzt zu stören. Die sind eh gerade so ein bisschen zugange mit sich selbst. Der ist am Schlafen, okay.
Hier lief noch einer rum, ne? Da hinten lief einer rum. So, dann schauen wir doch mal. Der rumläuft, den würde ich, glaube ich, als erstes cachen wollen. Guck mal, da ist noch ein bisschen Holz, das nehmen wir noch mit. Ich entschuldige mich dafür, wenn ich mal so viel Loot habe, aber wir müssen es ja für unser Dorf, damit wir es ausbauen können. Wenn wir die ganzen Ressourcen sammeln. Es ist ja wichtig. So, wo ist der rumläuft? Hier ist der, ne? Ah, der setzt sich gerade hin. Sehr schön. So, jetzt haben die natürlich aufgehört zu poppen. Zu schlafen. Muss natürlich erstmal runter hier. Ciao! Was? Waren nur Gegner in der Nähe, wurden gerufen? Was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das war keine gute Idee. Ah, der war gepanzert. Wie krass ist das denn? Da hilft kein Kopfschuss. Wisst ihr was? Wir zünden das Ganze... Was haben wir denn hier? Warte mal eben. Da ist irgendwas hinter. Aber natürlich, natürlich brenne ich jetzt, ist klar. Natürlich brenne ich jetzt. Ja, natürlich. Aua, aua, au, 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 au. Survival. Da ist irgendeine Tasche hinter. Ich sehe gerade gar nichts. Hey, Jackfell. Ey, geil, Jackfell, was? Ah, warte mal. Apropos anzünden. Da fällt mir gerade was ein. Wir können ja die Hütten anzünden, ne? Wir dürfen nur nicht den Venya dabei verlieren. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Die sind natürlich jetzt in heller... Haben die den Venya jetzt... Die bewachen den jetzt, die Schweine, ne? Verdammt. Oder können wir den auch so befreien? Oh, Schilfo, oh, hier ist so viele Sachen zum Looten. Ich entschuldige mich. Es tut mir leid. Die täglichen Belohnungen sind jetzt da. Achso, weil wir ja... Stimmt, die Nacht ist ja schon vorbei. Die sind natürlich jetzt in heller Aufregung. Ist natürlich... Natürlich verständlich. So, einer schon mal weniger. Aber die hat's gesehen. Oh, 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 oh. Boah, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Der ist aber auch nur ganz normal mit dem roten Pünktchen. Deswegen werde ich mir den jetzt mal schnappen. Mal gucken. Na! Ach, schieb die auch noch auf die dämliche Alpha-Wand. Ey, verdammt. So, sind die schon mal weg? Die sind auf jeden Fall blau markiert. Das ist wahrscheinlich ein ganz anderer Stamm, wie wir schon kennengelernt haben. Der ist schwerer. Hier läuft noch jemand. Den sehe ich leider nicht, weil ich den nicht markiert habe. Also sind doch mehr im Dorf, als ich eigentlich dachte. Als ich eigentlich vorher annahm. Guck mal an. Okay, da sind noch zwei. Das sind die, die etwas stärker sind. So, bis jetzt klappt es eigentlich ganz... Oh, Alter, wie viele da noch sind. Ich muss weg hier. Alter, wie viele da noch sind, ist ja unfassbar. Ah ja, stimmt, die haben ja Hilfe gerufen. Deswegen ist das Dorf so überfüllt. Hey, das Dorf ist voll überfüllt. Was, da hat mich jemand gesehen? Ah, da oben. Na, Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Alter, wie viele? Boah, ciao. Lalalalalala. Alter, wie viele das sind. Wie viele? Geht weg. Warte mal eben, ich probiere mal was aus. So. Ess mal eben schnell was. Lalalalala. Ich habe jetzt erstmal...
Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen da alles angezündet. Vielleicht brennen die ja dann. Alter, wie viel wir hier brauchen an Dings. Was? Wir haben kein Hartholz mehr. Nein! Wir können keine Keule mehr herstellen. Oh mein Gott. Seht ihr, und das meine ich mit bisschen Looten und so. Ja, und jetzt fehlt uns nämlich das Holz für eine Keule. Ich werde bekloppt. Jetzt müssen wir tatsächlich nur mit dem Bogen hier rumhampeln. Naja, mein Gott. Vielleicht brennt da jetzt das Dorf schon mal ab ein bisschen. Alter Schwede. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so schwer ist hier. Hm. Was liegt denn da? Ach, da liegt was, okay. Mist, wir haben keine Keule mehr. Wir müssen echt mal gucken, dass wir mal irgendwie Holz bekommen. Liegt hier noch irgendwie Holz rum? Verdammt, weißt du, sonst die ganze Zeit findest du irgendwo Holz. Und jetzt, wo du was brauchst, da findest du nichts. Schilf, toll. Da rechts höre ich auch schon wieder welche. Gibt es hier nicht irgendwo Holz im Rumliegen? Ey, verdammt. Wir werden das Lager auf jeden Fall versuchen einzunehmen. Das definitiv. Gibt es da nicht irgendwo Holz hier? Uah, da sind schon wieder welche hinter mir. Da ist Holz. Sehr schön. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ja, sauber. Wir können Keule herstellen. So. Uah. Uah. Ich werde aber trotzdem noch mal so ein bisschen in Deckung bleiben, weil ich nicht genau weiß, wie viele noch übrig sind nach dem Brand jetzt hier. Ich würde gerne das noch mal ein bisschen anders angehen. Vielleicht sind da ist auch noch mal Holz. Na, verdammt. Na. Na, Alter. Das gibt's nicht. Oh, oh, ciao. Lalalalalala. Die haben auf jeden Fall rumgezündet mit irgendwas. Ich will nichts riskieren. Survival! Heilen. Ah, aua, ah. Was? Da war hinter mir noch einer. Wo? Wo denn? Oh, was für einen Helm die aufhaben. Ist ja unfassbar. Yeah. Außenposten befreit. Woohoo. 500 XP bekommen wir. Sehr schön. 2 von 15 haben wir jetzt beansprucht. Das gefällt mir sehr. Sauber. Erstmal heilen ist wichtig. Aber. So. Boah, das war aber schon. Der Kampf war aber schon echt hart, muss ich sagen. Der war aber schon echt hart. So, haben wir jetzt hier. Wo ist eigentlich die. Ist sie schon befreit worden jetzt? Ich glaube ja. Ich glaube, sobald wir den Außenposten erobert haben, was war das? Suchen? Was? Suchen? Sobald wir den Außenposten haben, haben wir dann auch, ja, die Geisel befreit. Okay, das sieht sehr schön aus. Wir sind wieder gut ausgerüstet. Müssen natürlich mal schauen, dass wir mal demnächst mal wieder ein bisschen auf Loot-Tour gehen. Ein bisschen sammeln. Aber wenigstens haben wir den Außenposten schon mal hier. Das gefällt mir sehr, dass das so schön geklappt hat. Bin ich sehr froh drüber. Warte mal eben. Ich will mal was ausprobieren. Der hat einen Pfeil im Hals. Yeah. La 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 la. Na.
Knister, knister, Kläuschen. Weißt du, wenn ich jetzt so einen Brandfall da rein entzünde? Lecker Fleisch, ja, Fleisch, oh, Fleisch, Fleisch. Ich dachte, da passiert jetzt irgendwas, naja. Dachte, Hexenverbrennung. Ey, kann ich trommeln? Mist, geht nicht. Ja, interessant. Ich dachte irgendwie, naja, so ein Scheiterhaufen. Na, Mädels, habt ihr auch schön warm? Was? Hi. Boah, hast du große Augen. Mein Gott. Ja, sehr schön. Ich schau mal eben schnell. Warte, ich sehe was. 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 So. Ich sehe noch mehr. Ich sehe noch mehr. Verdammt, ey. Dieses Spiel ist... Gott, so schlimm. Ja, sehr schön. Haben wir den Außenposten erobert. Finde ich sehr gut. So. Ich schau noch mal eben schnell auf die Karte. Warte mal. Sehr schön. Ist denn hier Jackfell irgendwo? Wollnashorn? Ah, ist ja interessant. Was haben wir hier? Säbelzahn... Säbelzahntiger, Tapir. Ist denn hier jetzt ein Jack irgendwie? Da haben wir noch einen Jaguar. Den können wir eigentlich auch zähmen, wenn wir wollen. Unbekannter Ort. Und da ist ein Wolf. Interessant. Beißfisch. Okay. Naja. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal vielleicht ein bisschen hier um, gehen vielleicht nochmal ein bisschen auf die Jagd und looten ein bisschen, bevor wir weitergehen. Und können dann, denke ich mal, als nächstes hier ihn, den Handwerker, können wir mal machen. Und ja, dann würde ich sagen, schaltet ihr wieder ein bei einer neuen Folge Far Cry Primal. Ich würde mich freuen. Also, macht's gut. Ciao.